damit ein herzliches Willkommen zur vielleicht letzten Folge von Let's Play Mafia 3. Wir sind heute nochmal am Start mit unserem Freund Lincoln Clay. Vielleicht letzten Mal. Weil heute heißt die einzige Aufgabe noch erledige Sal Macano. Alle anderen sind tot. Alle Leutner tot. Bis auf einen. Enzo Conti, der durfte jetzt geflohen. Der ist quasi übergelaufen. Und der Rest... Ja, haben wir eliminiert. Olivier Macano haben wir noch quasi in der letzten Folge mit aufgeschützter Kehle erlebt. Ich habe eine Vermutung, dass es der Kollege, ich weiß, komm, DeMarco, keine Ahnung, wie der hieß. Dass der es war, der tatsächlich. Viel haben wir nicht mehr. Wie gesagt, da sind noch zwei Gegner. Wir brauchen, wie gesagt, halt nicht so viel. Da ist ein Sadiset. Nein, ich bin jetzt nicht scharf auf die Platte eigentlich, aber die nehme ich natürlich jetzt gerne mit. So. Die müsste, warte mal, wo liegt das Albumcover? Das müsste hier irgendwo auch liegen. Da liegt es. 2 von 4, Delbert Hollow. Hey, mein. Aber wie gesagt, nochmal, ich werde nicht explizit nach allem suchen, was hier rumliegt. Ich konzentriere mich schon eher ein bisschen auf die Stories. Auf die Story. Also, warum ist es richtig? Und die ist bisher eigentlich, warte, ich laune. Wie gesagt, ich habe jetzt in einiger Zeit wirklich. Seit heute Morgen, keine Ahnung, 3,5 Stunden, 3 Stunden, ich war noch einkaufen nebenbei. Habe ich die Story komplett durchgezogen. Das, was ich eigentlich wirklich wollte, habe ich soweit auch erstmal hingekriegt. Ich weiß dazu, dass das natürlich jetzt die letzte Folge ist. Oh Mann, ich will jetzt gerade nur kurz eben was holen. Ich wollte das. Okay. Im Bayou kommt gerade eine Lieferung raus. Habe ich aber jetzt, wie gesagt, keinen Nerv zu. So, wir sollen immer noch was anderes machen. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, komplett was anderes machen und nicht das hier. Weil ich eigentlich tatsächlich was, Entschuldigung. Moment. Hier.
Zumindest das haben wir jetzt erstmal wieder. Wunderbar. Gott vergisst nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich auch nicht. So, dann holen wir uns den zweiten auch noch. Warte mal, der müsste... Ja, müsste da sein. So, dann haben wir das... Oh, nee, ich brauch das Auto nicht. Nee, du sollst nicht das Auto nehmen. Ach, mein Gott. Plan war der andere. Achso, der raucht da. Okay. So. Ja, wir waren weiter unterwegs dann zu Kollege, zu der Kollegin. Wir hätten Schmuggelaufdrücke machen, Aufträge machen können. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt echt gesagt keinen Nerv zu. Ich will die Story gerne beenden. Und zwar die Hauptstory. Wir machen uns gerade jetzt auf zu Donovan. Der müsste irgendwie hier vorne stehen. Ne, der steht nicht hier vorne, sondern der wohnt hier vorne. Genau, das ist die Bude von dem. So, ich hole mir mal das dritte Medikit da hinten. Das müsste hier sein. Treffer versenkt. So, das holen wir das auch. Und dann haben wir das erledigt. So, dann gehen wir jetzt guten Donovan holen. Machen wir. Dann räumen wir jetzt auf. Dann werden jetzt die Kollegen sterben. So. Wir haben fast 3 Kilometer Fahrt. Und ich brauche das vierte Medikit. Wer weiß, wofür ich es am Ende nochmal brauche. Lieber einmal mehr heilen.
Hier wird es nicht mehr geben. So, ich brauche jetzt Hilfe, bin jetzt Hilfe. Achtung! Upsa. So, wo soll das auf Toilette? Anders sein als auf Toilette. Und auch wenn die Folge heute wahrscheinlich länger wird als die alle anderen. Wir machen heute spätestens morgen Feierabend. So, dann geht's los. Gehe zum Casino. So, die Musik ist aus. Wir können wieder ein bisschen mehr quatschen. Wir haben noch wenige Meter. 2 Kilometer noch ungefähr. Und dann sind wir im Casino. Das Casino, wo wir ja kennen. Wir holen uns wahrscheinlich auch wieder Hilfe dazu. Also treffen wir wahrscheinlich jetzt auf Georgie erst und danach Sal Macano. Am Ende beim Finale. Die 2 Vollidioten, die uns die ganze Zeit verraten haben, die uns die ganze Scheiße hier eingebrockt haben, sind jetzt unsere letzten Ziele. Und damit hatte ich nicht gedacht, dass Georgie sich da um Olivia gekümmert hat. Georgie hat sie einmal kurz die Kehle, die Kehle durchgeschnitten. Ich hätte jetzt den Gamo hätte ich erwartet, bis der zurückgekommen ist und sich da nochmal um die gekümmert hat. Nein, es war Georgie. Mit dem hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Den hätte ich jetzt quasi noch als nächstes, quasi Vize-Boss erwartet. Aber den kriegen wir ja auch noch. Wahrscheinlich an ihn. Aber erstmal, wie gesagt, steht da oben. Wir sollen zum Casino fahren. Das machen wir auch. Da sind wir schon unterwegs hin. Viele Gegner sind hier nicht mehr da unterwegs. Das sind wahrscheinlich jetzt die letzten, die noch unterwegs sind. Dann wird die Stadt bald wieder sicher sein. Gleiche wie eben in der vorletzten Folge oder der dritten Folge oder so. Auch wir sollen jetzt erstmal hin. Wir müssen zum Casino. Und jetzt wollen wir eben den Arsch aufreißen. Und zwar endgültig. Und das letzte Mal. Ich vermute, dass hier nochmal eine richtige Menge an Gegnern nochmal sein wird. Ich hätte nach der Aussage erwartet, wenn du es über die Brücke schaffst, bist du drin. Hatte ich doch mal mit einem ordentlichen Aufräumkommando erwartet. Aber scheinbar haben die noch nicht mehr so viele Männer, dass es das sich leisten können. Aber wieder, wir werden es gleich sehen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Folgen wir hatten. Ich glaube, über 80 Folgen in diesem Let's Play. Aber wie gesagt, die Story hat mir wirklich Laune gemacht. Und ob das jetzt wirklich die finale Folge ist, das werden wir dann sehen.
Und schon wird es. Der ist schon mal weg. Komm, wir schicken uns auf, Kommando. Wir haben hier noch ein paar Diese gefallen. Ziele müssen weg. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Ich gehe in Deckung. So, da auch kleines Haar. Unser kleines Aufräumkommando erwartet uns schon. Scheiße, hat er nicht oben mich gesehen? Oh. Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Hat er, ja. Habt ihr jetzt keine Lust reinzukommen oder wie sieht das aus? Die geht oben rum. Okay, geht ein anderer Weg. Geh in Deckung, jetzt! Jetzt tut die Gefühl! Bin so leicht zu erledigen, Kleiner. Versuch's ja. Ruhig! Hab doch schon. Ihr habt keine verfluchte Chance! Die Wasserratten! Ja, ich hab den hässlichen Mistkerl erledigt! Alles abgehauen. Vielleicht ist er da drüben. Ich hab ihn. Der Bursche gehört mir. Oh. Oh, jetzt noch mehr. Kaputt. So, sind die jetzt noch ganz oben oder seht ihr, steht ihr da oben unten? So, Scham. Ein Grinsen in dein blödes Gesicht. Da, mach diesen Sack voll Schatz. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Jetzt mal lieber deinen Arsch gehalten. Vielleicht schließe ich meine Augen für einen Moment. Überlass das den Jungs unten. Die werden für sowas bezahlt. Ich bin nicht hergekommen, um zuzusehen, wie jemand anders die ganze Arbeit macht. Ich bin hier, um den Wichser zu begraben. So wie besprochen. Sei vorsichtig, ja? Ich dachte mir schon, dass wir als erstes Georgie erledigen müssen. Das wäre zu einfach. Und den Tel Mercado da quasi als den obersten Big Boss. Warum muss man denn überhaupt hin? Wo müssen wir überhaupt hin? Gute Nacht. So. Ist der oben oder was? Ich nehme mal meine Kohle mit. Die Munition brauchen wir ja auch noch. Scheinbar müssen wir jetzt nochmal raus aus dem Gebäude, dass das nur hier so der quasi Vorgeschmack war. Das wäre zu einfach gewesen, okay. Shit, und ich hatte gedacht, okay, wir können tatsächlich alles in eine Folge machen, aber scheinbar irgendwie will er das doch nicht. So, dann haben wir zumindest hier mal
den großen Rest geholt. Hier ist noch Geld. Und da oben ist auch noch Geld. Okay. So, dann haben wir fast 3000. Sind immer dazu. Was ist denn der? Ist der drin im Gebäude oder wo? Scheint wohl tatsächlich doch ein Gebäude zu sein, aber das ist kein See. Der steht tatsächlich im Gebäude. Aber wo? Lang. Ich gehe in Deckung. Mach uns alle fertig. Seht euch alles Blut an. Du bist tot und du merkst es nicht. Ja, merkst du was? So, wir holen mal ein bisschen Feuerkraft dazu. So, und den letzten Teil machen wir dann doch in einer anderen Folge. Bis dann, tschüss.